Seit mehr als 500 Jahren bildet die Börse das Herz unserer Wirtschaft. Sie hat eine eigene Kaste mit eigenen Regeln hervorgebracht, die Trader. Für diese Finanzexperten ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage zu einer Art Religion geworden. Aktien, Devisen, Anleihen, Rohstoffe. Aus Börsen sind gigantische Casinos geworden, in denen Trader unablässig kaufen und verkaufen. Mit jeder Transaktion verfolgen sie nur ein Ziel: Gewinne machen. In diesem System werden täglich Milliarden von Dollar verschoben. Trader folgen ihrer Intuition, die sie innerhalb weniger Sekunden zum Jackpot führt oder in den Verlust. Durch dieses permanente Risiko stehen sie fortlaufend unter hohem emotionalen Druck. Natürlich wirken sich Gefühle und Emotionen auf mein Trading aus. Trading ist eine psychologische Sache. Wir fürchten Verluste und wollen viel Geld machen. Mit mehreren Millionen Euro zu handeln, ist ganz schön anstrengend. Das wirkt sich auf die Persönlichkeit und die Emotionen aus. Wenn man sowas macht, ist man wie im Rausch. Eine neue Wissenschaft namens Neuroökonomie will herausfinden, wie diese neuen Herren des Geldes ticken und was sie zu ihren Entscheidungen treibt. Können Hormone oder Emotionen das Denkvermögen der Trader beeinträchtigen? Gehen Börsenkrisen auf ihr irrationales Verhalten zurück? Ist das schwache Glied in der globalen Wirtschaft letztlich der Mensch? Die City of London ist das wirtschaftliche Zentrum der britischen Hauptstadt. Umgeben von Wolkenkratzern liegt hier die London Stock Exchange, die Börse von London. Mit denen von New York und Tokio gehört sie zu den wichtigsten Finanzmärkten der Welt. Jeden Tag finden in den Handelsräumen Millionen von Transaktionen statt. Durchgeführt werden sie von Trading-Gesellschaften wie Central Markets. Diesen Morgen scheint der Markt ruhig, doch Spannung liegt in der Luft. Auf dem Bildschirm prüfen die Trader die Börsenwerte und überwachen ihre Portfolios, ständig auf der Lauer nach der auch noch so kleinen Chance. Ihr Auftrag? Bei Tiefstand kaufen, bei Höchststand verkaufen, um mit den Fonds ihrer Kunden Gewinn zu machen. Gewinn machen. Allein darum geht es den Jongleuren an den Finanzmärkten der Welt. Darren Courtney Cook ist bei Central Markets für 60 Trader zuständig. Seit mehr als 15 Jahren erlebt er den täglichen Wahnsinn in den Handelsräumen. Mittlerweile hat er gelernt, in jeder Situation Ruhe zu bewahren. Ich habe die Aufgabe, jeden Tag Risiken einzugehen. Jeder Tag ist anders und völlig neu. Auf einen guten Tag kann ein guter Tag folgen oder ein schlechter. Man fängt immer wieder bei Null an, denn niemand weiß, wie der Markt reagiert. Es gibt ja keine Glaskugel. Trotz aller Erfahrungen bleibt eine gewisse Unsicherheit. Pro und Contra eines jeden Geschäfts müssen sorgfältig abgewogen werden, um innerhalb weniger Sekunden eine gute Entscheidung zu treffen. Wenn die Londoner Börse schließt, ist die in New York in vollem Betrieb und an den asiatischen Finanzmärkten fängt der Tag gerade erst an. Das Karussell des globalen Finanzhandels steht niemals still. Man schaltet nie ab. Wenn ich im Zug sitze, verfolge ich auf dem Smartphone die Preise und sehe, was läuft. Alles kann sich sehr schnell ändern. Gerade denkt man noch, man macht Gewinn. Da bewegt sich der Markt und schon hat man Geld verloren.
Ein Trader, der ordentlich Gewinne macht, wird gefeiert und verehrt. Börsenunternehmen versuchen, die besonders Talentierten an sich zu binden. Doch manchmal bricht das Image dieser Golden Boys auch schlagartig zusammen. September 2008. Lehman Brothers, eine amerikanische Investmentbank, muss Insolvenz anmelden. Wenige Tage später stürzen an der Wall Street weitere Giganten wie Merrill Lynch, AIG und Goldman Sachs. Die mächtigsten Banken und Versicherungsgesellschaften der Welt geraten ins Taumeln. Auf den globalen Finanzmärkten wandelt sich Euphorie in Panik. Die Börse bricht zusammen und die ganze Welt wird in eine der größten Wirtschaftskrisen der Geschichte katapultiert. Ein paar Einzelne sollen für diese Katastrophe verantwortlich sein. Jérôme Kerviel von der Société Générale, Kweko Adoboli von der Schweizer Großbank USB und Bruno Ixil, der Händler von JP Morgan. Sie allein haben mehrere Milliarden Dollar verspielt. Ihre Namen werden von der internationalen Presse verbreitet. Man nennt sie jetzt die Rogue Traders, zu Deutsch unseriöse Geschäftemacher. Die modernen Spekulanten verlassen den Rahmen der Anonymität. Jetzt wird schlagartig klar, was das hektische Treiben an den Börsen verschleiert hat. Trotz hochentwickelter Software und Einsatz von Computern bei allen Transaktionen arbeitet der Mensch auch heute noch im Zentrum des globalen Finanzgeschäfts. Ihn angesichts des ständigen Drucks der Märkte für unfehlbar zu halten, ist reinste Illusion. Wenn ein Trader Geld verliert, wissen es hinterher alle besser. Ohne die Gründe zu kennen, die den Verlust verursacht haben. Warum begehen Trader so schwere Fehler? Worauf gründen ihre irrationalen Entscheidungen? Und warum gehen sie häufig derart hohe Risiken ein? Bereits in den 70er Jahren ist der amerikanische Psychologe Daniel Kahneman diesen Fragen nachgegangen und erhielt dafür 2002 den Wirtschaftsnobelpreis. Seine wichtigste Erkenntnis: Trader gehen nicht logisch vor und sind keine kalt kalkulierenden Teilnehmer der Wirtschaft. Im Gegenteil. Sie unterliegen fortlaufend den unterschiedlichsten psychologischen Faktoren, die ihre Wahrnehmung des Risikos beeinflussen. Wie Daniel Kahneman zeigt, müssen zahlreiche Elemente mit einbezogen werden, wenn man in einer bestimmten Situation eine effektive Entscheidung treffen will. Die jeweilige Marktsituation lässt sich nicht auf ein individuelles Interesse, auf Variablen des Marktes oder darauf beschränken, Preise und Mengen zu kennen. Denn die psychologischen Aspekte des Menschen und seine Entscheidungen werden auch von anderen Faktoren beeinflusst. Diese psychologischen Faktoren interessieren zwar auch Marketing-Experten, aber in Wirtschaftsmodellen fanden sie bisher keine Beachtung. Die jüngsten Entwicklungen in der Wirtschaft zeigen, dass die Wirtschaftswissenschaften die Bedeutung dieser psychologischen Faktoren unterschätzt haben. Der Faktor Mensch und damit die psychologische Dimension von Entscheidungen ist für das Verständnis, wie die Wirtschaft funktioniert, sicher genauso wichtig wie für die Erklärung des Verhaltens von Verbrauchern. Durch die Arbeiten von Kahneman ist eine neue Disziplin namens experimentelle Wirtschaftsforschung entstanden. Sie untersucht den Einfluss des Faktors Mensch auf unser wirtschaftliches Verhalten und dies ganz besonders auf den Finanzmärkten. Die Geschehnisse in den Handelsräumen auf der ganzen Welt werden von Wissenschaftlern unter die Lupe genommen. Die Forschungsgruppe GATT in Lyon betreibt ein Labor für experimentelle Wirtschaftswissenschaften in Frankreich. Geleitet wird es von Claire Villeval, einer Expertin für Verhaltensökonomik. Heute bittet die Wissenschaftlerin einige Studenten, sich in die Haut eines Traders zu versetzen. Die Spielregeln sind einfach.
Auf dem Computer verfügen die Freiwilligen jeweils über ein virtuelles Aktienportfolio und einen bestimmten Geldbetrag. Jetzt sollen sie mit dem Kauf und Verkauf von Aktien so viel Geld machen wie möglich. Jeder kann den Preis seiner Aktien gemäß Angebot und Nachfrage selbst festlegen. Ein Referenzbetrag wurde von den Forschern im Voraus festgelegt. Die unerfahrenen Spekulanten reagieren alle gleich. Sie kaufen und verkaufen ihre Posten zu Preisen, die dem Referenzwert naheliegen. Mal liegen sie etwas darunter, mal etwas darüber. Doch nie stürzen die Preise ein oder erzielen Höchststände. Der Markt ist stabil und entspricht den ökonomischen Prognosen. Dann stellt Marie-Claire Wilwall eine neue Spielregel auf. Am Ende eines Handelsintervalls erhalten jeweils drei Trader, die die höchsten Gewinne erzielt haben, einen Bonus. Der Wettbewerb beginnt. Die Wirkung setzt sofort ein. Der Handel nimmt zu und die Aktienpreise übersteigen schnell den Referenzwert. Dieser Anstieg hält die ganze Zeit an. Doch am Ende brechen die Preise ein. Der Grund ist eine Spekulationsblase. Da in diesem Wettbewerb jeder der Beste sein und den Bonus gewinnen will, lassen sich die Teilnehmer auf maßlose Spekulationen ein. Die Finanzblase entsteht schlicht und einfach durch das Konkurrenzdenken. Durch die Einführung des Wettbewerbs haben die Teilnehmer, die ihre Posten aufwerten und in großen Mengen kaufen wollten, die Preise hochgetrieben. Sie hatten ein Interesse daran, dass sie weiter steigen. Außerdem herrscht hier eine Art Herdentrieb. Wer sieht, dass die Preise steigen, versucht dasselbe seinerseits. So entsteht auf dem Markt ein unglaublicher Enthusiasmus. Und jeder versucht, durch immer größere Spekulationen an den Bonus zu kommen. Auf den echten Märkten geht es genauso zu. Zwischen den Tradern herrscht ein gnadenloser Wettbewerb. Und zwar nicht nur um den Bonus. Trader sind Spitzensportler und stürzen sich mit Leib und Seele in den Kampf. Aber wie weit gehen sie, um auf jeden Fall zu gewinnen? Wann sind sie bereit, Risiken in Kauf zu nehmen? Wir kehren ins Labor von Gerd zurück. Marie-Claire Wilwall will herausfinden, was mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Welche Reaktionen finden im Körper eines Traders statt? Ich bringe Elektroden an, mit denen wir die Schweißbildung messen. Das tut nicht weh und ist absolut ungefährlich. Wie ein Lügendetektor messen die Elektroden kleinste elektrische Veränderungen auf der Hautoberfläche. Sie entstehen in erster Linie durch unterschiedlich starke Schweißbildung. Im Experiment erhalten die Teilnehmer einen Geldbetrag und müssen entscheiden, ob sie ihn beim Finanzamt angeben oder nicht. Mit anderen Worten erhalten sie hier die Möglichkeit, Steuern zu hinterziehen. Doch am Ende jeder Sitzung werden die Betrüger möglicherweise kontrolliert. Und dann drohen hohe Geldstrafen. Kurz bevor die Entscheidung fällt, steigt die emotionale Spannung bei den Betrügern an und sie schwitzen deutlich mehr. Teilnehmer, die am meisten betrügen, sind emotional am stärksten beteiligt. Im Moment der Entscheidung scheinen sie die Situation emotional im Voraus zu erleben. Durch diese Art von Antizipation entstehen Gefühle. Und je intensiver diese Emotionen auftreten, desto mehr ist die Person bereit, andere zu betrügen. Etwas später erwartet die Betrüger ein weiterer emotionaler Höhepunkt. Sie erfahren, ob sie kontrolliert werden oder nicht. Wenn nicht, wäre die Steuerhinterziehung gelungen.
Wenn Sie erfahren, dass Sie nicht kontrolliert werden und durch den Betrug sehr viel Geld gewonnen haben, verspüren Sie in diesem Moment eine große Befriedigung. Die bestärkt Sie darin, das Risiko beim nächsten Mal erneut einzugehen. Diese Emotionen sind Teil eines Lernprozesses, der dazu führt, dass Sie Ihr wirtschaftliches Verhalten ändern. Wie im tagtäglichen Leben spielen Emotionen auch bei wirtschaftlichen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Je emotionaler ein Trader, desto mehr neigt er zu riskantem Verhalten. Jeder Erfolg steigert die Lust, in Zukunft noch größere Risiken einzugehen. Daher droht Tradern auf der ganzen Welt dieser Teufelskreis vor allem in Phasen der Euphorie. John Coates war Trader an der Wall Street. Er erinnert sich noch genau, wie er sich fühlte, als er inmitten von Finanzblasen eine Glückssträhne nach der anderen hatte. Wenn ich eine Glückssträhne hatte, überdurchschnittliche Gewinne einfuhr und mit überdurchschnittlichen Boni rechnen durfte, hatte ich auch solche Symptome und kam mir vor wie ein Superheld. Dass ich falsch liegen könnte, kam mir nicht in den Sinn. Aber in einem solchen Zustand wird es gefährlich, weil man glaubt, keine Fehler zu machen. Man geht immer größere Risiken ein und neigt immer mehr dazu, unseriöse Geschäfte zu machen. Doch er glaubt, das Gefühl der Unbesiegbarkeit sei nicht rein psychologischer Natur. Er sieht es als biologische Reaktion des Körpers, der niemand widerstehen kann. Man fühlt sich, als hätte man ein Rauschmittel genommen. Es kam mir vor, als ob der Körper chemische Stoffe produziert, die einen verändern, wie in einem Midsommernachtstraum. In der Nacht werden die Leute verrückt und wechseln die Partner. Genau das passiert in einer Spekulationsblase. Sie machen so viel Geld, dass sie Frauen und Kinder verlassen, umziehen und ihr ganzes Leben ändern wollen. Wie bei Shakespeare. Aber wenn der Markt zusammenbricht, kommt am nächsten Morgen das böse Erwachen. Dann fragen sie sich, wie konnte ich nur so blöd sein? Das sieht doch wirklich so aus, als hätten sie im Rausch gehandelt. Vor 10 Jahren hat John Coates den Entschluss gefasst, die Extreme der Handelsräume hinter sich zu lassen. Er tauscht sein Aktienportfolio gegen Messinstrumente und ist seitdem ein Neuroökonom. Jetzt studiert er seine ehemaligen Kollegen und beobachtet das Verhalten von 200 Finanzexperten. Dazu begibt er sich in die Handelsräume selbst, was Außenstehenden normalerweise nicht gestattet wird. In jüngster Zeit befasst er sich mit einem sehr speziellen Parameter, dem Hormonspiegel im Speichel der Trader. Seine Ergebnisse gehen um die Welt. Er stellt fest, die Menge des männlichen Sexualhormons Testosteron spielt für die Risikobereitschaft eine zentrale Rolle. Erhöhte Testosteronwerte führen zu irrationalem Überschwang und erhöhen die Risikobereitschaft. Wir können die Risikobereitschaft eines Traders anhand seines Testosteronwerts vorhersagen. Je höher die Ausschüttung von Testosteron, desto eher geht die Person unsichere Wetten ein. In den Handelsräumen der City, der Wall Street oder in Tokio sind die Trader vor allem junge Männer. Sie sind im besten Alter ihres Lebens und produzieren jede Menge Testosteron. Werden globale Börsenkurse von einer Bande hormongesteuerter Männer bestimmt, die sich regelmäßig überschätzen? Kann die hohe Konzentration von Testosteron dazu führen, dass der Größenwahn mit ihnen durchgeht? Jean-Jacques Legendre hat früher auch an der Börse gearbeitet und schließt diese These nicht aus.
An der Börse arbeiten junge Männer mit starkem Ego und hohem Testosteronspiegel, die ursprünglich wegen ihrer Analysefähigkeiten ausgewählt wurden. Unter denen knallt immer mal wieder einer durch und verhält sich vollkommen irrational. Das Geheimnis hinter dem Verhalten der Trader wird immer mehr gelüftet. Zweifellos tragen die Verlockung des Geldes, die Emotionen durch die Risikobereitschaft und die tiefe Angst vor dem Verlust zu ihren Entscheidungen bei. Hormone verstärken die Phänomene zusätzlich. Wer diese psychologischen und physiologischen Mechanismen genauer verstehen will, muss die Funktionen des menschlichen Körpers untersuchen. Und das heißt vor allem die des Gehirns. In diesen neuronalen Verknüpfungen liegt der Ursprung des alltäglichen Handelns. Von einfachsten Bewegungen über intensive Reflexionen, von Kindheitserinnerungen bis hin zu Gefühlen des einzelnen Moments. All das wird mit Hilfe von Milliarden vernetzter Neuronen gespeichert und gesteuert. Auch die wirtschaftlichen Erwägungen der Trader, ihre Entscheidungen für Kauf und Verkauf, ihre Risikobereitschaft und ihre Vorsicht basieren auf neuronalen Verbindungen. Die Funktionsweise des Gehirns war lange Zeit ein Rätsel. Doch mit modernsten bildgebenden Verfahren ist es möglich, dem lebenden Gehirn bei der Bewältigung unterschiedlichster Aufgaben zuzuschauen. Wir befinden uns am Institut für kognitive Neurologie in Lyon, einem Forschungszentrum für Neurowissenschaften. Jean-Claude Dreher untersucht mit seinem Team, wie das Gehirn reagiert, wenn ein Mensch gewinnt. Die Versuchspersonen werden in einen Magnetresonanztomographen, MRT, geschoben und sehen das Bild eines Spielautomaten. Beim Spiel müssen sie kein Risiko eingehen und Geld bezahlen, sondern nur abwarten, ob eine Gewinnkombination erscheint. Nach dem Zufallsprinzip wird ihnen einer von drei Gewinntypen zugeteilt: eine Geldsumme, Lebensmittel oder ein erotisches Bild. An Bildschirmen verfolgen die Forscher die Reaktionen des Gehirns in Echtzeit. Dabei stellen sie etwas fest. Bei einem Gewinn werden drei Regionen des Gehirns aktiviert: die Amygdala, das Striatum und ein Bereich des präfrontalen Kortex, der zwischen den Augen liegt. Diese Zonen sind nachweislich beteiligt an der Entstehung von Lustempfinden. Für die Forscher ist das ein Beweis, dass Gewinnen bei Menschen angenehme Gefühle auslöst. Das Ergebnis zeigt noch mehr. Unabhängig von der Art des Gewinns werden immer dieselben Zonen aktiviert. Anders ausgedrückt, Geld hat dieselbe Wirkung wie Essen oder Sex. Ganz gleich, ob Geld oder andere Belohnungen wie erotische Stimuli oder Lebensmittel. Es gibt ein übergreifendes System, ein Belohnungssystem, das von einem Molekül namens Dopamin gesteuert wird. Das System an sich ist sehr alt und keine Erfindung des modernen Menschen. Im Verlauf der Evolution war die Selbstbereicherung zum Überleben genauso wichtig wie Ernährung oder Fortpflanzung. Bei den zugehörigen neuronalen Vorgängen, die als Belohnungssystem bezeichnet werden, spielt ein Molekül eine ganz besondere Rolle: Dopamin, das Glückshormon. Bei jedem positiven Ergebnis wird es von Neuronen im hinteren Teil des Gehirns ausgeschüttet und wandert in Richtung Amygdala, Striatum und präfrontalem Kortex. Diese Regionen lösen eine Welle des Wohlbefindens aus, das im ganzen Körper zu spüren ist. Je wichtiger der Gewinn empfunden wird,
desto größer die Ausschüttung von Dopamin. Offenbar streben Trader danach, sich in einen Zustand größter Befriedigung zu versetzen. Wenn man innerhalb weniger Minuten 50, 100 oder 200.000 Euro gewinnt, und das kommt häufig vor, empfindet man eine tiefe Befriedigung, die zugleich auch sehr anregend wirkt. In diesem Zustand kann man sich kaum beherrschen. Leider tritt bei den meisten eine Kettenreaktion ein und sie haben den Wunsch, beim nächsten Mal noch mehr zu gewinnen. Wenn sie beim ersten oder zweiten Deal viel gewinnen, geraten sie in Euphorie und die hält eine ganze Weile an. Man muss sich Grenzen setzen, sonst entsteht ein Kreislauf, in dem man immer größere Risiken eingeht, um immer noch mehr zu gewinnen. Weiterspielen, um noch mehr zu gewinnen. Auch das kann mit dem Belohnungssystem erklärt werden. Die aufeinanderfolgenden Gewinne führen zu einer erhöhten Dopaminausschüttung. Bei jungen Männern verstärkt das Testosteron die Produktion des Glückshormons zusätzlich. Diese Abläufe können zum Suchtverhalten führen. Der Neurowissenschaftler Matthias Pessiglione hat sich auf die Motivationszentren im Gehirn spezialisiert. Er meint, dieser Mechanismus könnte die gelegentlich unkontrollierbare Risikobereitschaft mancher Trader erklären. Das Dopamin verstärkt die neuronalen Verbindungen des Belohnungssystems. Das ist ein sehr einfacher Prozess, der auf Lernprozessen basiert. So kann man erklären, warum eine Person von einem Verhalten abhängig wird, das ihr ein Lustempfinden verschafft. Das gilt für den Konsum von Drogen genauso wie für den Kaufrausch. Unter dieser Art von Abhängigkeit können auch Trader leiden. Selbst gelegentliche Gewinne lösen bei ihnen Dopaminschübe aus und führen dazu, dass sie sich in ihrem Verhalten bestärkt fühlen. Wenn man diesen Reiz einmal erlebt und genossen hat, kann man sich ihm nur schwer wieder entziehen. Ich kenne viele Trader, die aufhören wollen, aber trotzdem irgendwo noch ein Konto führen, damit sie zurückkehren können. Denn es macht einen high. Das muss ich leider zugeben. Irgendetwas macht einen süchtig und bringt einen dazu, weiterzumachen. Man ist irgendwie abhängig und das ist dann letztlich der Grund für die vielen Verluste am Markt. Als ich angefangen habe, das Verhalten in den Handelsräumen zu untersuchen und wieder vor Ort war, hörte ich überall die bekannten Geräusche. Da habe ich eine nahezu unwiderstehliche Versuchung gespürt, zum nächsten Hörer zu greifen und mitzumachen. Doch das Streben nach Glücksgefühlen wird von unbewussten und irrationalen Ängsten beeinflusst. Zürich, dynamischer Ballungsraum im Nordosten der Schweiz und Bankenparadies mit einer der wichtigsten Börsen der Welt. Finanzdienstleistungen sind das wichtigste Standbein der Stadt. Im Uniklinikum wurde kürzlich ein besonderes Labor eröffnet, das SNS Lab. Gründer ist Ernst Fehr, ein weltweit angesehener Wirtschaftswissenschaftler. Er meint, dass die Entscheidungen von Tradern und damit die auf dem Spiel stehenden Geldsummen ganz erheblich vom emotionalen Kontext beeinflusst werden. Das sind Menschen, die wie alle anderen Menschen irrationalen Impulsen ausgeliefert sind. Manche Gefühle tragen auf sehr rationale Weise zur Entscheidungsfindung bei. Irrational wird es, wenn Gefühle ins Spiel kommen, die eigentlich irrelevant sind, zum Zeitpunkt der Entscheidung aber eine Rolle spielen. Wenn ich vor einer Entscheidung verärgert war, wird sie dadurch beeinflusst. Dasselbe gilt, wenn ich bedroht werde oder in Gefahr bin. Ernst Fehr und Christian Ruff, der Direktor des Labors, wollen verstehen, wie Stress und Angst Einfluss nehmen auf unsere Entscheidungen. Dazu führen sie verschiedene Experimente durch.
Ihre Teilnehmer sollen im MRT klassische Geldspiele spielen. Bevor sie eine Entscheidung treffen oder eine Wette abschließen, leuchtet vor ihnen ein Bildschirm auf. Ist er blau, passiert nichts. Leuchtet er grün, erhalten sie nach dem Spiel einen Stromstoß. Der Stoß ist schwach, aber schmerzhaft. Er wird unabhängig davon verabreicht, ob ein Teilnehmer gewonnen hat oder nicht. Tatsächlich bekommen sie nicht viele Stromstöße, aber sie wissen, dass sie einen schmerzvollen Schlag bekommen könnten, wenn der Bildschirm eine bestimmte Farbe hat. Wir messen den Hautwiderstand und stellen fest, dass sie ziemlich nervös werden, wenn sie befürchten, einen Stoß zu bekommen. In diesem Zustand messen wir die Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen. Wir wollen wissen, wie das Gehirn Risiken einschätzt, wenn man gestresst ist oder im Gegenteil vollkommen entspannt. Zwei Zonen im Gehirn der gestressten Spieler sind besonders aktiv. Die Amygdala, die für die emotionale Einschätzung von Situationen eine wesentliche Rolle spielt, und die Insula, die an der emotionalen Bewertung von Schmerzen beteiligt ist. Offenbar neigen die Teilnehmer aus physiologischen Gründen dazu, mehr Risiken einzugehen. Die Elektroschocks erfolgen zwar zufällig und sind nicht an das jeweilige Verhalten geknüpft, doch wegen der drohenden Gefahr wollen die Teilnehmer so schnell wie möglich fertig werden, um dieser unangenehmen Situation zu entgehen. Der Stress verhindert, dass sie gute Entscheidungen treffen. Wer zum Zeitpunkt einer Entscheidung Gefahr empfindet, wird dadurch beeinflusst. Ein drohender Stromstoß ist ein starker emotionaler Reiz, der die vordere Insula aktiviert. Drohende Verluste wirken genauso. Deshalb spielen emotionale Faktoren eine große Rolle für die Risikobereitschaft. In einem Handelsraum herrscht Stress. Alle stehen unter Druck. Wie wirken sich diese Gefühle auf die Entscheidungen aus? Im entspannten Zustand hält das Gehirn mehr die positiven Aspekte eines Gewinns präsent. Doch wenn Nervosität und Angst die Überhand gewinnen, konzentriert sich das Gehirn mehr auf die möglichen Verluste und die negativen Konsequenzen. Spielen oder nicht spielen, kämpfen oder fliehen. Ist unser Verhalten die Folge unbewusster Reaktionen, die von den ältesten Teilen unseres Gehirns ausgelöst werden? Der Mensch besitzt aber nicht nur emotionale Reflexe, sondern auch einen Verstand. Christian Ruff untersucht, welche Bereiche des Gehirns an der Urteilsbildung beteiligt sind und nutzt dazu eine spezielle Methode, die Neurostimulation. Mit elektrischen Impulsen werden gezielt bestimmte Nervenbahnen stimuliert. Zuerst bestimmen wir, welcher Bereich im Gehirn stimuliert werden soll. Dazu müssen Sie diese Brille aufsetzen. Die Technik ist in diesem Fall nicht invasiv und im Allgemeinen schmerzlos. Mit einem Zeigegerät bestimmt Ruff eine spezielle Zone des Gehirns, den dorsolateralen Bereich des präfrontalen Kortex. Diese Zone, so glaubt er, ist an der bewussten Entscheidungsfindung beteiligt. Okay, hier ist es. Anschließend bringt er ein spezielles Gerät an. Es generiert ein genau berechnetes Magnetfeld, das die Erregungsweiterleitung in den Nervenbahnen hemmt. Okay, wir fangen an. Die Weiterleitung der Nervenimpulse wird in der ausgewählten Gehirnregion für einige Minuten unterbunden. Jetzt soll der Teilnehmer verschiedene finanzielle Entscheidungen treffen. Das Ergebnis? Da er sein Entscheidungsvermögen nicht mit einbeziehen kann, weil der dafür zuständige Gehirnbereich blockiert ist, empfindet der Teilnehmer potenzielle Verluste noch stärker und geht deshalb mehr Risiken ein.
Möglicherweise nimmt der dorsolaterale Bereich des präfrontalen Kortex Einfluss auf diese automatischen emotionalen Reaktionen, damit Menschen den emotionalen Zwiespalt überwinden können. Ein gewisser Verlust erscheint ihnen dann besser, als ein Risiko einzugehen. Das Verhalten wird aber nicht allein von diesem Bereich gesteuert. Es geht vielmehr um seinen Einfluss auf emotionale Zentren wie Amygdala und Insula. Diese Gehirnregion übt Einfluss auf die automatischen Reaktionen aus und wird damit zum Mittelpunkt in der Entscheidungsfindung. Im Prinzip dient sie als kognitiver Schutz, der verhindert, dass wir blind dem Impuls unserer Triebe nachgeben. Man kann sich das Gehirn wie ein Orchester vorstellen. Jeder Bereich des Gehirns hat eine spezielle Funktion, vergleichbar einem Instrument mit seinem eigenen Klang. Im Gehirn ist das so ähnlich. Alle Bereiche müssen wie die Instrumente in einem Orchester zusammenspielen, damit im Gehirn ein kohärenter Zustand entsteht. Aber manchmal geraten sie auch in Wettbewerb. Emotionen nehmen Einfluss auf unser Denken. Aber Emotionen können auch durch Gedanken beeinflusst werden. Im Prinzip versucht das Gehirn, jeder Option einen Wert zuzuweisen und dann eine auszuwählen, die am attraktivsten erscheint. Das Gehirn verfügt also über zwei Denksysteme. Das eine funktioniert schnell, automatisch und basiert auf Emotionen. Das andere geht besonnen vor und kann mögliche Folgen der Entscheidung einschätzen. Doch im Rausch der Handelsräume erweist sich der bewusste, besonnene Weg als zu langsam und unergiebig. Daher dominieren hier Gefühle den Verstand. In einem Handelsraum müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, oft mit relativ wenigen Informationen und unter hohem Wettbewerbsdruck. Sorgfältig abgewogene Entscheidungen sind nicht möglich. Wahrscheinlich bleibt dem Gehirn nicht mal die Zeit, jeden Aspekt der Entscheidung für oder gegen einen Kauf abzuwägen. Große Angst vor dem Verlust und leidenschaftliche Lust am Gewinn. Rob Hoffman, ein Ausbilder von Tradern, ist der Meinung, dass diese Uremotionen für Börsenspekulanten die größte Gefahr darstellen. Und das gilt für alle, ob Profi oder nicht. Eigentlich wird der Markt von zwei großen Emotionen angetrieben, der Angst und der Gier. Wir fürchten den Verlust und wir wollen viel Geld machen. Ich habe Leute erlebt, die Poker spielen oder ins Casino gehen und es auch am Markt versuchen. Sie denken nur daran, möglichst schnell viel Geld zu machen. Mögliche Verluste blenden sie aus und glauben, sie seien besser als der Rest. Selbst hinter Geschichten wie der von Carviel von der Société Générale steckt das klassische Schema. Auch wer ein Aktienpaket im Wert von 5 oder 10.000 Euro besitzt, kann in dieselbe Falle tappen. Er nimmt aus emotionalen Gründen Positionen auf oder kann sie nicht wieder abgeben, weil er nicht einsehen will, dass er sich getäuscht hat. So wird er in diesem Getriebe gefangen. Das passiert leider den meisten. Ist es von der Natur so vorgesehen, dass der Mensch in Stresssituationen Fehler macht? Dann wären wir mit unserer biologischen Ausstattung für die Arbeit an Finanzmärkten nicht geeignet. Diese These vertritt Sacha Bourgeois-Gironde. Der Philosoph und Neuroökonom ist Professor an der Université Panthéon-Assas in Paris und behauptet, dass unser Gehirn im Verlauf der Evolution nicht genug Zeit hatte, sich an die moderne Wirtschaft anzupassen. Geld wurde vor ungefähr 7000 Jahren eingeführt, aber dieser Zeitraum ist nichts im Verhältnis zur Evolution des Gehirns. Finanzmärkte in ihrer aktuellen Form existieren seit etwa 20 Jahren. Das Gehirn des Menschen hat sich über Jahrmillionen hinweg an die unterschiedlichsten Umgebungen und Anforderungen angepasst. Die Adaption an gefährliche Situationen ist schon alt, aber jetzt muss es auch in der modernen Umgebung in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen.
Wie soll das gelingen, wenn nachgewiesen ist, dass anatomische Änderungen des Gehirns in so kurzer Zeit nicht möglich sind? Sowas braucht Zeit, viel mehr als nur 7000 Jahre. Die Finanzmärkte sind Orte des Wettbewerbs. Hier geht es, im metaphorischen Sinne, um Jagd und Beute. Ich neige zu der Annahme, dass zurzeit eine Art kortikales Recycling stattfindet. Die modernen Anforderungen zwingen das Gehirn, neuronale Strukturen, die an frühere Umgebungen angepasst sind, zu recyceln, damit es sich schnell an das moderne Umfeld anpassen kann. Vers les environnements modernes. Sollten Trader besser durch Computer ersetzt werden? Eine vollständige Digitalisierung scheint nicht realistisch, da auf menschliche Kontrolle nicht gänzlich verzichtet werden kann. In den Handelsräumen wird es immer Trader geben. Aber ist es möglich, ihre Leistung zu verbessern, Extreme zu vermeiden und die rationale Entscheidungsfindung zu unterstützen? Die Erforschung des Gehirns im Labor macht große Fortschritte. Mittlerweile wird überlegt, wie Menschen künstlich manipuliert werden können. In einigen Staaten hat das Militär großes Interesse an der Neurostimulation. Soldaten sollen damit in die Lage versetzt werden, in einer bestimmten Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Im Hinblick auf Trader wäre es wohl technisch möglich, ihre Gehirne zu beeinflussen, damit Entscheidungen auf eine bestimmte Weise getroffen werden. Manche Zukunftsforscher glauben, dass Menschen zunehmend bionische Wesen werden. Bionische Trader mit Elektroden am Kopf gibt es noch nicht. Aber anstatt den Menschen zu verändern, wäre die Umgestaltung seines Arbeitsfeldes möglicherweise wesentlich effektiver. Was ist leichter zu ändern? Die biologische Natur des Menschen oder sein ökonomisches Umfeld? Ist es notwendig, tiefgreifende Änderungen am Menschen vorzunehmen, oder wäre es nicht besser, die politische, soziale und wirtschaftliche Umgebung so anzupassen, dass der Mensch auf ganz natürliche Weise Höchstleistungen erbringen kann? Die Abläufe an den Finanzmärkten sollten so gestaltet werden, dass sie von Menschen besser bewältigt werden können. Erkenntnisse aus der Neuroökonomie liefern die Grundlage für den Aufbau einer neuen Börse, die auf dem Faktor Mensch basieren wird. Gleichzeitig benötigt jeder Trader eine Ausbildung, um mit seinen Emotionen umgehen zu können. Ich gehe ständig mit Aktien um, aber noch wichtiger ist der Umgang mit den Gefühlen. Wir bemühen uns sehr, nach strikten Regeln vorzugehen, aber das ist selbst für Erfahrene nicht leicht. Es erfordert sehr viel Disziplin, immer auf dem rechten Weg zu bleiben. Disziplin und Risikomanagement zeichnen einen guten Trader aus. Auch Banken und Trading-Unternehmen müssen erkennen, dass es Zeit wird, die Funktionsweise von Handelsräumen und die Regeln für die Vergabe von Boni zu ändern. Unternehmen sollten eine Prämienstruktur einsetzen, an der sich die Trader orientieren können. So werden Fehler und übermäßige Verluste durch Zocker vermieden. Trotz der verheerenden globalen Finanzkrise im Jahr 2008 wurden bisher keine neuen Regeln eingeführt. Doch die Neuroökonomen sind sich einig: wenn nichts unternommen wird, kann sich derartiges jederzeit wiederholen.